Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Siedler 4 Teil 7 mit Der Ring wandert nach Süden, also die dritte Herr der Ringe Kampagnenmission. Ich habe anfangs größere Probleme gehabt bei dieser Map in Schwung zu kommen. Allerdings durch ein paar Hilfen bin ich inzwischen drauf gekommen, wie es geht. Und zwar haben wir hier unten eine große Insel mit vielen Ressourcen. Dann stellen wir hier nämlich hier unten, hier, einen großen Tempel auf. Reißen für den großen Tempel, für das Gold, da oben diese Statue ab. Und dann haben wir Bretter und Stein. Genug Material, um diesen großen Tempel zu bauen. Denn hier oben fangen wir dann unsere Siedlung an, da haben wir aber keine Ressourcen und da unten haben wir die Leute dazu. Das ist der einzige Turm, den können wir nicht abreißen. Deswegen müssen wir hier einen aufbauen. Ja. Da wird mir großer Tempel gebaut. Wir springen mal ein bisschen und zack, großer Tempel ist da. Wir haben 12 Mana. Genug, damit wir hier mit diesem Priester hier diese Schneebarriere aufschmelzen können, damit wir dann erst einmal alles darüber locken. Und jetzt können wir nämlich hier einen kleinen Turm bauen. Und das ist gut so. Denn sobald wir diesen Turm hier gebaut haben, Wasser trinken. Ah, jetzt heißt es Beeilung, bevor wir hier ins Bedrängnis kommen. Und zack, kleiner Turm wird gebaut. Wird auch gleich besetzt. Und wir hätten hier gesichert. Und jetzt kommt's, wir können nämlich, dieser Turm ist gerade übernommen worden, das ist sehr knapp gewesen. Einmal abspeichern. HDR3. Und jetzt haben wir endlich unsere gesamte Siedlerbevölkerung hier. Und jetzt können wir auch expandieren anfangen. Zwei Türme. Steine haben wir hier. Was haben wir an? Da haben wir leider nichts noch. Gut. Solange wir den Turm nicht verlieren, ist alles gut. Wie viele Punkte hat eigentlich unser blauer Kamerad? Mehr als wir. So, der kleine Turm steht. Zack, und gleich wieder abgerissen. Und jetzt haben wir Hämmer und alles genug. Wir haben Angeln genug. Haben wir eigentlich Holzfälle auch, ganz reguläre? Weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir hier einen Turm auf und hier. Haben wir Holzfäller. Schaut's aus, Jungs. So. Was ist das? Schmied haben wir? Drei Sägewerker. Holzfäller. Ja, perfekt. So. Und was man jetzt in der Aufnahme nicht sieht, ich aber jetzt erst einmal frei raus sagen werde, ist, dass ich hier einen Schnitt gemacht habe. Und zwar kein Schnitt im Sinne von, ich war kurz irgendwo, sondern ein Schnitt im Sinne von, ich habe einmal verloren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin nämlich diesen Turm hier unten losgeworden. Und aus dem Grund werden wir jetzt, nachdem wir uns da mal ein bisschen Territorium verstopft haben, uns etwas Kleines, aber sehr Feines bauen. Und zwar knallen wir da unten eine Burg hin. Ja. Die Burg ist wichtig. Für die werde ich mich auch nicht entschuldigen.
Denn was hilft uns das alles, wenn wir im Endeffekt dann besiegt werden, weil uns unten irgendwas wegschnabuliert wird, ne? Deshalb expandieren. Da mal einen kleinen Turm. Die Jungs schicken wir mal dahin. Und dann geben wir noch was in Auftrag, und zwar dann gleich einmal einen großen Tempel. Scheiße, sie werden angegriffen. Ach so, es ist wieder hier. Ja, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Burg, 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 Burg. Burg steht. Gut. Jetzt auch der große Tempel. Ah. Jetzt bin ich gleich glücklich. Klatsch mir noch einen großen Tempel hin. Also die Burg ist besetzt. Das heißt, ich fange mal den Grundstrukturen von was die Nahrung angeht. Und das ist eben das übliche Nahrungsgebäsche. Wo haben wir hier Fisch? Da unten Fischels, und zwar gewaltig. Bing! Da passt auch eine Fischerhütte hin. Stellen wir hier hin. So. Eine Burg. Sobald dieser große Tempel hier fertig ist. Ah, wir sollten dann mal vorher schauen, dass uns die Siedler ausgehen. Was bauen wir mal das? Diesen Turm werden wir dann abreißen. Und jetzt werden wir mal wieder speichern. Für den Fall, dass wir wieder mal angegriffen und besiegt werden. Ich muss jetzt schon sagen, also die Map kommt mir sauschwer vor. Nicht, weil man jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, also sie ist nicht schwer im Sinne von unschaffbar oder so, sie ist im Sinne schwer von, man muss extrem viel probieren, man muss hin und her wieder herausfinden, manche Sachen. Das ist jetzt nicht schlecht, es ist sogar was Gutes, weil es macht die Map sehr interessant. Mein Lob an den Autor. Nicht nur deswegen, weil die Map so cool ist, sondern auch weil er mir erst einmal hat sagen müssen, wie ich hier überhaupt rauskommen. So. Hätten wir mal unsere Soldaten befreit, die bringen wir jetzt mal hier in die Richtung. Okay, dann werden wir da oben mal das bauen. Das Teil werden wir abreißen. Bauen wir da noch eine das hin. Na, wie heißt es? Ein Sägewerk. Den Platz da räumen wir frei. Hier werden wir erst einmal voll besetzen. Für den Fall der Fälle. Wir werden angegriffen. Jawohl. Das ist jetzt einmal halbwegs befestigte Partie. Dann werden wir mal 5 davon ausbilden und 10 davon. 10. Gut. Dann werden wir hier wieder Sachen abreißen. Und da wieder Türme bauen. Jetzt werden wir einmal eine Kaserne hier hinknallen. Mit Druck, und die soll hier hin produzieren. Also nicht direkt auf die Grenze, weil gegen den Blauen haben wir noch keine Chance. Die sind alle fertig. Genau, das ist jetzt 2. Und die Jungs, es sind doch 15 geworden. Das macht auch nichts. Sind 1. Und los geht's. Brauchen mehr Territorium. Gut, dann sehe ich gerade. Kleiner Tempel für den Wein, den wir hier haben. Schaut's hier aus. Die Kaserne ist ebenfalls quasi unterwegs. Wir finden gerne Bäume mehr. Ja. Das ist dein Problem, wa? Wobei, zugegeben, es ist ein bisschen arg wenig Platz, den wir dem da geben haben. Aha, aber wir haben generell wenig Platz. Aber ich denke, den Blauen werden wir ziemlich bald einmal zusammengerissen bekommen. Jungs. Jetzt noch mal da oben schauen. Ich denke, da gibt's Gold. Ah, da gibt's Eisen. Und hier gibt's Kohle. Dann machen wir mal da die Industrie weiter.
damit. Und gleichzeitig fangen wir auch an, über Eisen nachzudenken. Wovon es in dieser Map endlich einmal wirklich, also ressourcentechnisch ist die Map jetzt einmal endlich ein Traum. Okay, wohl endlich, also nicht falsch verstehen, es ist, ja, es ist einfach mal schön, genug Ressourcen zu haben, sagen wir es einmal so. Sagen wir mal was anderes. Auf geht's, Jungs, baut's. Bauen dann gleich mal aus auf die große Produktion. Aber wenn das ein bisschen zerstreut ist derweil. Und das macht nichts. Gut, haben wir alles. Eine Metzgerei auch noch. Dann machen wir hier zwei Eisenschmelzen. Zwei Goldschmelzen. Und weiter geht's. Der Turm hier ist fertig. Buddelt's einmal hier weiter. Wir wollen gerade irgendwie im Auftrag geben, hier. Das noch. Und noch eine Goldschmelze. Das sollte jetzt erstmal reichen. Jetzt knallen wir da nochmal ein großes Haus hin. Schaut's da aus, einen noch und hier auch noch einen. Sie werden angegriffen. Wo? Gut, jetzt sind die auch noch weg. Auf geht's, endlos, endlos, endlos. Genau, dahin und los geht's. Das Haus werden wir auch nochmal verstärken hier. Dann, wo werdet ihr denn angegriffen? Ach so, da unten, das macht mich schon wahnsinnig. Dann werden wir noch irgendwas wollte ich machen, einmal speichern. Aber das war es nicht, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte irgendwas wollte ich machen. Hm. Wird mir schon wieder einfallen, denke ich. Hm, was wollte ich denn bloß machen? Ich weiß noch, es war wichtig, aber ich hab's vergessen. Und diese Gedächtnisschwächen, ne? Die Industrie hier ist im Kommen, ja. Da steht auch schon alles. Ah, da wird Gold hintransportiert und wieder ein Schwertkämpfer mehr. Und wenn dann keine Bögen? Oder sehe ich das überhaupt falsch? Weil sind Bögen gar in der Priorität höher. Kann auch sein. Haben wir keine Bögen? Nein, tatsächlich. Nur Schwerter. Ja, macht auch nichts. Bauen tun wir sowieso nur Level 3. Wir können uns das ja leisten. Aha. Dunkles Volk, gleich vor der Haustüre. Also, die Map scheint nicht allzu zu unterschätzen, ne? Kann ich nochmal hier auf der ganzen Seite hier arbeiten. Also schon schön viel Platz. Ja, habe jetzt Baumaterial hingebracht, sehr gut. Noch 4 Steine und die sollten eigentlich auch gleich da sein. Finde es keine Bäume mehr, ja, Pech gehabt, dann ist abgerissen, so. ganz einfache Lösung, oder? Haben wir da jetzt angebaut, ja oder nee? Was? Hä? Ah! Da. Und zum nächsten. Ah, hier. Und wohin? Da pflanzen. Ja, kann man machen. Aha, die Industrie ist fertig. Eine Goldschmelze, hohe Priorität. Eine Eisenschmelze und die Waffenschmiede. Alles hohe Prioritäten. Hauptsache ist doch, wir werden dann nicht mehr bedroht. Okay. Hier in der Staatsgrenze, den blauen, denke ich, werden wir mal als erstes angreifen. Das kann gar nicht so falsch sein von der Überlegung her. Des Weiteren, wo haben wir noch so viel Holz? Ach so, das haben wir alles unten rumliegen.
Verstehe, dann werden wir das mal lokal. Sehr hilfreich. 35 Bretter. Gut. Gut, diese drei Dinger sind fertig. Jetzt werden wir auf 80. Sagen wir 70. Wir haben ja dunkles Volk auch noch zu bekämpfen. Okay. Ja, dann bauen wir hier noch ein bisschen was. Stein haben wir auch genug. Und hier hinten, die Industrie wird jetzt ordentlich mal angekurbelt. So. Als nächstes müssen wir uns die Mana-Produktion nochmal dafür sorgen, dass wir genug Mana haben. Dunkles Volk und generell alles ist Mana sehr wichtig. Und da Wein wieder nur auf sonnigen Plätzchen wächst. Nehmen wir diesen Hang hier. Schaut's hier aus, ja, wir kriegen keine Bogenschützen der Welt. Aber hier, die Wirtschaft boomt. Und derweil haben wir von allem... Oh, wir werden angegriffen. Oh. Ja gut. Ne, egal. Auf jeden Fall haben wir mal genug Mannequins. Wir gewinnen langsam, aber sicher an Armee. Wieder mal speichern. Wie schaut es hier mit meinen Verbündeten aus? Die werden aufs dunkle Volk bald treffen. Und die gelben auch. Wer ist denn hier überhaupt wer? Gelb ist Legolas und Gimli. Das Meer. Ja, Legolas und Gimli. Okay, da okay. Und der andere ist Aragorn. Aragorn. Und der ist hier oben unterwegs. Oh, hat was, ne? Hat er gut gebaut. Der Mapper. Dann werden wir hier unten nochmal zwei Lager installieren. Ein Waffenlager und ein Goldlager. Da werden wir noch schauen, dass das jeder kriegt. Holz sollten wir eigentlich genug haben. Jetzt werden wir da mal das Teil zerreißen. Ja komm, du Klatschpfeife. Ah! Was ich immer so Probleme hab. Eine Zauber da zu bewegen. Du Vogel wirst jetzt aber... probier mal was aus. Geht doch. Jetzt haben wir mal extra viel Mana verschleudert für nix. Aber haben wir einen Hauptmann mehr. Was damit geschafft haben, den stärksten, den Urukai, zu verärgern, ist das leider nicht so gut gewesen, aber ich denke, so schlimm war das gar nicht. Ja, das funktioniert alles. Dass wir jetzt zu wenig Holz haben, ist ja im Grunde genommen ein bisschen egal. Denn die Hauptwirtschaft steht und für alles, was man jetzt noch Holz braucht, ist ja die, sind die Gebäude, die wir dann da hinten noch aufrüsten werden, um uns mit Kriegern zu versorgen. Also ein Waffenlager und ein Goldlager. Diesmal auf die Essenslager und die Ressourcenlager verzichten wir jetzt einfach mal. Denn das läuft ja derweil mal ganz gut. Jetzt werden wir hier noch so viele Leute rauspumpen wie möglich. Wo denn? Ja, uns fehlen zu... wir haben immer noch einen Trägermangel. Gut, wo ist denn da noch ein großes Wohnhaus? Hier unten, das reißen wir auch ab. Setzen wir gleich eins nach. Ah. Ganze Wirtschaft funktioniert. Wirtschaftsgebäude haben wir jetzt an. Ja. Und das läuft hier. Perfekt.
Gold haben wir genug. Warum wird das da nicht hingebracht? Ich würde mal sagen, wir haben einfach zu wenig Leute. Dem muss man einfach mal irgendwie entgegenwirken. Holz hin, zack, zack. Und weiter geht's. Oh, kommt nicht aus dem Arsch. Könntet ihr vielleicht hier so ne, Bauarbeiter und so fertig bauen? Geht doch. Jawohl. Jetzt wird auch die Kriegerproduktion an dich anlaufen. Denke ich mir mal. Hä? Kampfmusik? Mann, Akopter. Ja, ist klar. Miesen, niederträchtigen Kackbratzen da. Jetzt reicht's, jetzt geht's euch ans Leder. Und bitte alle Priester. Ja, sicher doch. Sämtliche Priester auch noch getötet. Ja, so haben wir es gern, gell? Großer Turm. Uff. Also, jetzt mal im Ernst, das war jetzt aber nicht Not. Aber gut. Die gerechte Strafe wird schon noch kommen. Jetzt stellen wir mal da zur Sicherheit die Jungs da her. Und lassen die patrouillieren. Schaden kann's nicht. Den großen Tempel können wir jetzt leider abreißen, weil der ist jetzt völlig für die Katze. Mal schauen. Mal genug Platz zusammenkriegen. Jawohl. Neuer großer Tempel. Und hier fehlt überall nur noch Holz. Unsere Siedler schwärmen da auch schon wieder raus. Schaut's da aus. Wir haben immer noch genug Betten. Einmal da einstellen, mein Freund. Denn... jetzt werden wir mal schauen, dass wir da blau. Oh, er hat so viele Soldaten. Lass mal schauen, dass wir das ganze Klumpdapsel verarbeiten. Es hat wieder gefiebt. Holzfäller, ja gut, das ist mir jetzt einmal relativ. Schaut's hier aus. Gold haben wir genug. Und die Truppen werden produziert. Jawohl. Wieder speichern. Mann, auch mal wieder 23. Also. So richtig boomen tut die Produktion noch nicht. Aber es geht zumindest einmal vor sich hin. Mann, da wird auch noch nicht transportiert. Beziehungsweise umgesetzt. Naja, das dunkle Volk. Jeder liebt es. Ja, und in der Statistik sieht man jetzt, mit den Soldaten funktioniert das super. Es werden auch Waffen produziert. Ah, das funktioniert ja. Hervorragend. Kann man sich hier fast gar nicht beklagen. Es läuft, Gold haben wir genug. Wir haben von allem genug. Gut. Ich denke, wenn wir dann nochmal so um die 100 haben, wie viel hat der Ork? Ah, aber er hat so viel Hauptmänner, sehe. Also egal wo man hinschaut, es wimmelt von blauen Hauptmännern. Und was beim Blauen generell lustig ist, hat ein gigantisches Gebiet, also hier der ganze Zipfel da durch, alles Ork. Aber denkt, das Problem kriegen wir gelöst. Wir dürfen ihn bloß nicht zu früh angreifen. Wir müssen dann angreifen, wenn er halbwegs harmlos gerade aus der Wäsche guckt. Schaut's hier aus, ist wieder Haus fertig geworden. Aha, immer noch zu wenig Siedler, würde ich mal sagen.
Ja, und wieder Platz geschaffen für ein neues. Ja, und jedes Brett, alles wird verarbeitet. Und unsere Kriegeranzahl steigt und steigt, das ist sehr schön. 100 Krieger haben wir noch nicht erreicht hier mit der Truppe. Ja, aber an Gold mangelt es nicht. Das ist eigentlich immer das Hauptproblem, wenn man groß die Truppen rauspumpt, dass einem irgendwann das Gold ausgeht, aber das dürfte zumindest bei der Partie definitiv nicht der Fall sein. Oh, muss mein Schreibtisch aufräumen. Ja. Es geht voran. Ich muss warten, es geht voran, aber es schleppt sich zurzeit ein wenig. Und zack, das neue große Haus rausgeblasen. Und wieder neue Siedler. Und da werden tonnenweise Soldaten gebaut. Edel. Es läuft gut. Hier läuft die neue. Das passt auch. Holz wird produziert. Ja, mehr langsam als schnell, aber mein Gott. Schaut so aus. 6 und 6 sind 12 und 20 sind 32. Das sind 100. SDRG3. Meine dritte Truppe. Die dritte Truppe stellen wir jetzt einmal da unten hin. Zu dem dunklen Volk-Dingens hin. Zu dem dunklen Gebiet. Beziehungsweise, ja, die stellen wir mal da runter. Und dann werden wir den blauen wirklich angreifen. Ich glaube, das machen wir einfach. So frech sind wir. Aha, gelb. Rüstet sich zum Angriff. Tatsächlich. Wie schaut es mit Aragorn aus? Ja. Hält sich derweil noch im Zaum. Gelb greift an, das ist gut. Aber wen? Wen greift Gelb jetzt an? Boah, Gelb schwärmt aus. Das ist ja eine reine Wahnsinn. Ja, Gelb greift auf Grün. Grün ist auch halbwegs stark. Die wird befriedet. Ganz genialer Zauber. Eigentlich. Soldaten lassen ihre Waffen fallen und werden zu normalen Träger. Dass es der Grüne macht, ist nicht so toll, aber Gelb traut sich was, also puh, Legolas und Gimli, ihr könntet nach der Aktion durchaus auch tot sein, ne? Aber das stört dann waschechten Zwerg und dann waschechten Elben nicht. Wer Olifanten killt, lasse ich auch schon von Trojanern töten. Ja. Der große Tempel hier sollte mal fertig gebaut werden. Und wir haben wieder mal zu viel Wohnhäuser. Da können wir locker doch eins aufpreisen. Und gleich wieder nachbauen. Wir brauchen Soldaten. Viele Soldaten. Die Minen hier alle voll grün. Jawohl. Die Eisenmine wird ausgebeutet. Die Goldmine auch. Das passt. Werden Soldaten ausgebildet. Jawohl. So muss das laufen. Und jetzt werden wir dann langsam mal speichern. Und einen Angriff auf den blauen Wagen. Großer Tempel, das heißt. Ja, hier müssten eigentlich Priester sein. Ist aber nicht. Hallo? Priester? Hä?
Ja, wie jetzt? Großer Tempelkapriester da? Und vor allem, warum haben wir da eigentlich... Fettes, mit Tiki... Warum? Das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Ist aber jetzt in dem Moment auch egal, denn... Die dritte Kohorte... greift jetzt im ganz großen Stil blau an. Und zwar darunter. Wir marschieren jetzt einfach quer rein. Werden denen da jetzt hoffentlich bald nochmal ordentlich in den Arsch treten. Jawohl. Und die werden da gleich voll verkloppt. Vom dunklen Volk auch noch. Obwohl, weiß ich jetzt gar nicht. Kämpfen die auch gegeneinander? Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Aber zumindest zeigen wir hier mal Frontaktivität. Das Problem ist, der hat wirklich so viele Hauptmänner, ne? Und Hauptmänner, alles was schön ist, sie haben zwar, die greifen zwar so nicht sehr, also sie sind zwar turmmäßig nicht sehr gefährlich, aber so Hauptmannstruppe ist auch sehr zerstörerisch veranlagt. Aber zumindest die haben wir jetzt einmal ausgeschalten. Oh, ich sehe gerade, Aragorn wird angegriffen. Ach so, vom dunklen Volk. Okay. Wir vergrößern unser Gebiet jetzt einmal hier. Ja, was glaubt denn der eigentlich? Dass wir das, also nee. Dunkles Volk. So haben wir vorher nicht gewettet. Und wir marschieren jetzt wirklich blaumäßig. Laufen wir hier einmal durch. Und zerschießen den hier. Ja. Die Grenze gehört uns. Uns, dem Römischen Reich. Beziehungsweise. Was denn, spielen wir da Frodo oder und Sam oder? Keine Ahnung. Okay. Ja, und hier ist erst einmal... Aha, die kommen so rüber. Ja gut. Ist kein Problem, kommt erst einmal einzeln. Dort zerballern wir jetzt mal die Jungs. Und jetzt werden wir die mal zurückziehen. Für den Fall der Fälle. Ohohohohohoho. Ich sehe schon, wen wir da von der Liste unserer Verbündeten streichen können gleich. Und zwar Legolas und Gimli, die hier besiegt werden. Die haben sich damit jetzt definitiv übernommen. Wir sind klüger, wir werden das verhindern. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier einmal 15 Schaufeln herstellen. Und gleich 15 Gärtner bauen und ausbilden. Und dann nochmal diese zwei Schandflecke da entfernen. Dann werden wir jetzt einmal eine neue Dreier-Truppe ausbilden. Ja, drei. Darf sich gleich mal da unten hinziehen. Und die Verbliebenen, die ja inzwischen ja, knapp an die 200, wieder 100 sein sollten. Ja, da wird er leider aufgeschossen. So, und wir haben inzwischen, bin draufgekommen, überhaupt keine FX-Sounds mehr. So. Jetzt haben wir Schmiede im Ohr. Ah, jetzt haben wir wieder Spielsound. Okay, blau macht gar nichts. Hm. Hallo. Dreier, ihr sollt's da wenigstens einmal. Oh. Gott, die sind so bekloppt. Jetzt wuselt's euch einmal da runter. Ja. Die sammeln sich jetzt wieder hier. Der marschiert auch noch rauf. Wie viel haben wir inzwischen davon? Einige, okay, eine Minute überspringen. Die länger ist als erwartet, wenn wir wieder abspeichern. Könnten natürlich auch große Truppenbewegungen im Gang sein, deswegen stockt das Spiel auch hin und wieder. Oh, und da steht nur noch ein Turm. Ne? Wenn der Ton jetzt so spackend hätte, wäre es nochmal cooler. Ja, und jetzt ist, hallo?
Jetzt draht's voll ab, glaube ich. Ah, jetzt. Man muss nur drohen. Ein Mauszeiger drüber. Kriegt das Spiel Angst und hört sofort auf. 13 Gärtner. Zwei noch zu machen. Das schaffen wir in einer Minute. Es hat gepinkt. 15. Das ist jetzt meine Nummer 2, denn... Nein, meine Nummer 1. Denn die anderen haben wir ja alle verloren. Jetzt werden wir da mal erstmal das begrünen. Jawohl. Priester haben wir auch. Die Weinproduktion läuft ebenfalls. Und wieder ein Haus mehr. Ah. Können wir immer noch alle anvisieren? Das dürften aber schon fast 100 sein, oder? Ah, viele fehlen nicht mehr. Gut. Die putzen sich jetzt da wohl drüber in der Minute, vermute ich. Ah, nicht ganz. War knapp dran. Ah, wir sind schon über am Orangen. Also wir sind schon über am Balrog. Nähern uns jetzt den Urukai an. Boromir, Orks und Aragorn. Das Stärkste. Tut nix. Na toll. Das ist jetzt alles grün da unten. Ja. Okay. Sollen wir wirklich Boromir angreifen? Nee, ich denke, ich werde erst einmal da hier diesen Ring einnehmen. Und dazu nehme einen Priester. Stelle ihn zu einem Berg. Und dann machen wir eine Abkürzung frei. Jungs. Schlechte Idee. So, in eurem Interesse, das ist eine scheiß Idee. Aber ist kein Problem. Ist ja leider das dunkle Volk. Wir haben anscheinend echt wenig Gehirnzellen, die Jungs. Okay. Auch hier runter. Die restlichen Truppen wieder zur Burg. Verteidigen und... Abkürzung! Auf geht's! Hier runter, Turm einnehmen. Und die vierte... und die Vierertruppe ebenfalls hier runter, Turm einnehmen. Dreiertruppe. Ich werde jetzt erstmal hier einmarschieren. Ah, oh, wir werden angegriffen. Oh, die haben uns wieder die... Oh, super. Das dunkle Volk hat uns wieder mal Truppen geschnabuliert. Und jetzt Dreiertruppe hier. Vierertruppe hier runter. Also irgendwie wollen sie gerade nicht so... Runter, habe ich so das Gefühl. Und dann bleiben sie stehen. Jungs, runter. Da runter. Hallo. Oh Mann, oh. Es backt und backt und backt. Habe ich zumindest so das Gefühl. Egal. Jetzt mit die Hotkeys nicht funktioniert, dann geht's vielleicht normal. Schaut die Statistik aus. Ja, Blau verliert gegen uns. Wir brauchen trotzdem Gärtner und werden jetzt wieder welche ausbilden. 1, 2, 3. Gut. Wir arbeiten uns jetzt hier runter. Bogenschützen, ja, haben wir genug. 57 haben wir wirklich genug. Dann werden wir bei den Waffenschmieden das Verhältnis ab 80, ja. Schon besser. Es hat wieder gepinkt. Ah ja, wir greifen brav an. Also die haben jetzt bald mal keine Chance mehr, würde ich sagen. Aha, jetzt kommt das große Hauptheer. Das wollen wir mal sehen. Ob wir das da jetzt schaffen. Ah, also wir haben schon die stärkeren Soldaten, so ist es nicht. Aber wir sind auch extrem in der Unterzahl. Das ist die natürlich die Kehrseite. So.
Die meisten Schwertkämpfer sind jetzt schon einmal aufgerieben worden. Aber die Bogenschützen geben sich hier super das volle Programm. Ah, die Schwertkämpfer. Also das war jetzt ein herber Verlust für den Blauen. Auch ein herber Verlust für uns, aber... Wir haben den Blauen jetzt einmal fast zur Hauptstreitmacht. Ja, und jetzt kämpft jetzt das letzte Aufgebot, eine kleine Truppe. Die werden wir aber gegen entrennen, würde ich sagen. By the way, dann können wir ja eigentlich den Truppen-Spawnpunkt da vorne hin tun. Spawnpunkt, eigentlich ist es ja kein Spawnpunkt. Sondern das Zielgebiet von den Truppen. Na gut, die Bogenschützen da. Obwohl, die können wir dann eigentlich woanders hinschicken. Und zwar hier zur Grenze. Damit, wenn das dunkle Volk wieder mal kommt und uns die Träger schnabulieren will, dass die da gleich abgeblockt werden. Genau, die Truppe rauf. Der Blaue wird sich jetzt gegen uns, glaube ich, nicht mehr so schnell wieder erheben können. Zumindest hoffe ich das. Wir marschieren hier unten rein. Die gute F12-Taste wieder mal hämmernd. Ja. Es pinkt. Schaffen wir. Ein großer Turm. Ah, genau. Den auch noch. Was ist da los? Dunkles Volk unterwegs. Schaut's aus. Haben wir inzwischen die 15 wieder? Ja. Auf ein neues. Jetzt buddelt sie einmal hier. Oh. Aragorn greift an. Hier ist die Manacopter-Manufaktur. Mit allem möglichen drumherum. Hier ist die dunkle Bastion. Auch gut zu wissen. Er greift im großen Stil an. Aber wen? Eigentlich egal. Da scheint gerade die große Dingens, wie heißt sie, die große Industrie zu sein. Ah, oh, eine Burg, das schaffen wir nicht mit der Truppe. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Macht es am Ende gar der Aragorn für uns. Also er greift zumindest einmal blau an. Das kann uns dabei eigentlich nur recht sein. Schaut's aus, hier haben wir die Jungs stehen, jawohl. Können sie mal patrouillieren, ah, und tut's wenigstens mehr. Gut. Schnell eine Kirsche essen. Ressourcen haben wir mal genug. Leute auch. Woran liegt's? Ich denke mal. Ja, ich. Waffenschmiede. Nee, die sind auch versorgt. Bauen wir halt noch eine Waffenschmiede. Dann läuft es gar schneller. Das Wohnhaus können wir wieder abreißen. Natürlich. Das Wohnhaus auch. Dann wird gespeichert. Ich sehe gerade. Aragorn fällt hier wirklich brutal in das... in die blauen Dings rein. Oh, und greift noch einen an. Also... er ist schon sehr mutig, der Bot. Aber gut, wir machen da gleich mit. Greifen wir mal da oben an. Wo werden wir jetzt angegriffen? Oh, scheiße! Oh, 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 oh! Ne, 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 Jungs! Zurück! Zurück! Wobei, er ist ja wohl der größere Feind, finde ich. Aragorn. Oh, 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 oh. Oh, der wird jetzt aber nicht angreifen. Meine Spezialisten müssen weg. Die stellen wir jetzt hier hin. Oder einfach da, ja. Ja, scheiße. Okay. Probieren wir das einmal abzuwenden. Dass wir da jetzt aufgerieben werden. Oh, der greift da mal an. Das ist alles schön. Aber ich brauche jetzt... Oh, 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 oh. Okay, wie machen wir das am besten?
Zeus Blitz und Truppen klauen, ja genau, so machen wir das. Okay, also Zeus Blitz, ja, Zeus Blitz ist, das hat mehr Sinn. Ja. Gleich zwei Priester. Das soll sich nämlich lohnen. Die Jungs ziehen sich da noch ein bisschen zurück. Skype, ja. Skype auch noch. Oh, Grün kommt mit seiner gesamten Streitmacht von, boah, knapp 500, sagen wir mal. Ja. Und zack, den ersten Blitz reingesetzt. Back. Ja, und weiter. Und gleich den nächsten Blitz. Zack. Ja, mal ein bisschen zusammenkommen lassen. Und back, wieder ein Blitz rein. Jetzt einmal zurück ein bisschen. So, auf geht's. Vor die Burg. Die Mauer sollten wir schon halten irgendwie. Ja, es ruckelt kurz. Und wir, die Leute. Also der Blitz ist schon sehr mächtig. Ja, und jetzt gehen wir mal da wirklich in die Menge und lassen da einen Blitz in die Menge reinhageln. Ja, und gleich noch einmal in die Bogenschützen. Und davon auch noch einmal eine. Und noch einmal. Also hier. Ja. Das müsste jetzt eigentlich, hoffe ich zumindest, gereicht haben. Ja, es sind schon noch einige, die sie hier haben. Gehen zwar sehr viele drauf, aber ich verliere auch sehr viel. Ja, die meisten sind inzwischen nur noch Bogenschützen. Ah, es sind noch verteufelt viele. Au, 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 au. Ich zähle 4. Rein mit dir, rein mit, rein. Lasst sie doch rein! Nein! Ha! Hä? Wir haben noch gar nicht verloren. Hä? Hä? Ich hab da was eingenommen, was ich noch gar nicht gemerkt hab. Ah. Kleiner Turm. Okay. Nein! Das Ding ist uns auch genommen worden. Ja, jetzt ist aber... egal. Die Truppen haben wir ja noch. Mit denen marschieren wir jetzt gnadenlos darunter. Übernehmen uns das wieder. Die Pfarrer tun wir mal da auf die Seite. Der Priester hier. Volle Kanne besetzen. Aha. Ho, ho, ho. Jetzt geht es natürlich ums Eingemachte, dass wir uns da jetzt ganz schnell wieder rehabilitieren. Dann werden wir den Turm mal abreißen. Ja. Oh, 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 oh. Oh. So eine Scheiße. Schnell. Zwei Lager. Ah. Grün. Hat sich da jetzt wieder beruhigt. Er hat das eingenommen. Das ist jetzt alles vom Aragorn wieder eingenommen. Ah, und Aragorn hat auch herbe Verluste. Aber die sind nicht so herbe, wie die unseren gewesen sind. Schnell das Lager, Schwerter und alles, was dazu gehört. Und hier Goldbarren. Ja, schnappt euch die Goldbarren hier. Und los, volle Priorität und hierhin. Ja. Das war knapp, hätte ich mal sagen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir das schnell genug wieder aufbauen. Ja, aber Aragorn rettet uns quasi hier den Hintern. Puh, ich werde wieder mal speichern.
bin zuversichtlich, dass wir das diesmal halten können. Schaut's aus? Ja, wird gekämpft. Aragorn wird zurück angegriffen von dem anderen. Da werden wir jetzt, da werden die gerade die Lager geleert quasi. Ja. Wir bauen auch wieder Truppen, gut. Jetzt werden wir mal sämtliche Priester hier schnappen und hier sammeln. Ja. Grün hat sich noch am besten wieder gefangen. Hui. Hui, hui, hui. Er hat da alles wieder zurückerobert eigentlich, ja. Das ist gerade ziemlich wild. Bis er zurecht geht. Puh. Oh ne. Was soll dieses E da unten bitte? Das habe ich sicherlich nicht gemacht. Das muss ein Bug sein. 24. Ja, 24 Schwerter verscheuert. Oh. Das tut jetzt natürlich ein bisschen weh. Geht's den Eisenminen? Nur noch Spezialisten, ja. Mal da Eisenminen entlasten, indem wir da Dritte hinbauen. Geht's die zwei Goldminen, denen geht's gut. Kohle haben wir auch genug. Schaut's aus. Ja, den kämmer wieder. Also der ist noch zu stark, als dass man einfach so angreifen und niederreißen. Blau wird sich nimmer da retten. Aber der Grüne ist halt so eine Sache, ne? Stellen wir mal da die Truppen hin, wieder speichern. Und dann werden wir ihn einfach angreifen, den Grünen. Und mal schauen. Ob wir da unten einen stark genug einen Brückenkopf errichten können. Und Attacke. Wie über diesen Pass. Immer schön die ganze Mana in Defensivzauber pumpen. Sehr löblich. Okay. Gut. Eingenommen und eingenommen und erst einmal voll machen. Grün greift Aragorn an. Wenn das so ist, wenn wir natürlich volle Kanne weiter angreifen. Das muss man jetzt einfach mal ausnutzen. Puh. Ja, Aragorn wird unter Umständen auch zusammengerissen werden. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir echt das Problem, weil dann sind nur noch wir übrig. Und so stark sind wir dann auch wieder nicht. Aha. Skype lebt. Ja, lässt sich da mal nicht abhalten. Mal da mal ein bisschen was verhauen. Hier runter. Der hat jetzt den Angriff auf Aragorn abgebrochen. Dank uns. Ob das jetzt so eine gescheite Lösung für uns war? Auch wieder fraglich. Auf jeden Fall. Mal versuchen, ihm hier irgendwie tief ins Fleisch reinzufahren. Sagen wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Oh ja, Waffenschmieden. Oh ja, das tut gut. Und weiter rauf und bitte keine Burg. Aber großer Turm und unserer. Schaut's da aus. Au, wieder ein großer Turm. Den kriegt man nicht. Den werden wir mal voll besetzen.
Und dann werden wir abspeichern und dann werde ich eine Pause machen und mich später wieder melden. Bis dann! So. Und weiter geht's. Da bin ich wieder. Oh, die Musik, die Musik. So, dalle. Das können wir mal da verteidigen. Gut, dann werden wir das angreifen. Sagen wir, warum habe ich denn so viel Bögen? Ja, eben, also. Bisschen verdächtig. Aber na gut. Ah, wir werden hier angegriffen. Beziehungsweise... Schaut schon fast so aus, als dass der sich... Wow, sie werden angegriffen. Ah, hier. Oh, das ist eigentlich eh gut, weil dann reibt er seine Truppen hier bei meinen Bogenschützen auf. Und die haben jetzt eigentlich... So wie es aussieht zumindest. Relativ viel abgehalten trotzdem. Wollen wir da rein hin angreifen. Jawohl. Und die Jungs werden fallen, das sehe ich. Und mal schon wieder weniger Bogenschützen und... Aufgelöst. Schaut blau aus. Blau vegetiert nur noch. Kann man nicht mehr wirklich von Großleben sprechen. Der Balrog gewinnt wieder an Truppenstärke, sehe ich gerade. Ja, soll er doch. Der ist dabei so klein. Der kommt mir jetzt nicht sehr bedrohlich vor. Ja, hier nehmen wir auch schon ein bisschen was ein. Mal schauen, dass wir da schnell genug sind. Dass wir dem da quasi mit unserer Truppen wegrennen. Da wuselt es immer noch vor feindlichen Truppen. Den Turm werden wir gleich wieder verlieren. Gut, da kommen wir auch nicht mehr weiter. Das ist aber langsam echt einmal Frieden, hey. Wir haben so viel Schwerter und produzieren echt nur Bögen. Beziehungsweise... Okay, jetzt ist er mal null. Es werden nur noch Schwertkämpfer produziert. Eins. Zwei. Mit den zwei Hammel werden wir jetzt da auch noch angreifen. Den Turndor, ein Wunder, dass wir den überhaupt noch haben. Na toll, jetzt haben wir alle Schwertis verloren. Brauchen wir jetzt eigentlich immer so viele Leute? Schaut's aus, wir haben zu viel davon. Okay, jetzt werden wir da wieder mal Siedler bomben. Ein, zwei Protestierer, das macht gar nichts. Können da protestieren, bis sie umfallen. Sollen sie ihren Spaß dabei haben. Ja, inzwischen haben wir es geschafft, dass wir so ziemlich alle angeglichen haben. Aragorn ist noch nicht tot und das ist gut so. Das soll sich auch nicht ändern. Jetzt werden wir mal hier. Mal da angreifen. Und schauen, dass wir da mal was einnehmen. Und bam, haben wir auch. Jawohl. Den Turm einnehmen. Und den Turm da unten auch einnehmen. Wenn wir den Turm haben, wir abreißen. Schaut's hier aus? Was ist da los? Oh! Durchgebrochen, wa?
werden es aber nicht lange halten. Denke ich mir mal. Und die letzte Bastion angreifen. Und scheiße! Zu wenig Schwertkämpfer dabei gehabt. Und auf geht's. Wird wieder angegriffen. Großes Wohnhaus. Besiegtes Lager ist zu weit weg. Beziehungsweise bauen wir hier einfach eine zweite Kaserne hin. Die dann auch mal Truppen produzieren wird. Ja, Anturm kriegen wir geschenkt. Und das Teil nehmen wir jetzt ein. Erledigt. Damit wäre Grün auch geliefert, denn das war seine große Bomben, seine große Truppenpumpe. Jetzt werden wir diesen großen Turm da von Blau noch einnehmen. Aha, ich sehe gerade. Wir werden uns ein, zwei Pioniere bauen. Ah, jetzt haben wir da also noch einen Durchgang geschaffen. Okay. Und hier haben wir ja. Die laufen da gleich mal runter. Gut, davon haben wir jetzt einmal genug. Ah, jetzt wird Truppen produziert. Jawohl. Schaut's hier aus. 7. Ja. Schaut gut aus. Die ganzen Sachen werden abtransportiert. Kohle und alles. Jawohl. Das kommt alles wieder zurück in unser Land. Wie schaut's denn aus mit Pionieren? Haben wir jetzt 15. Alle mal finden. Erste geht 2. Jetzt haben wir genau, perfekt. Die werden jetzt mal hier erst einmal eine Landbrücke schaffen. Und dann werden wir weiter angreifen und zwar gnadenlos hier runter. Wo werden wir angegriffen? Wieder einmal hier. Ja, lassen wir es hier mal hier buddeln, ja. Dieses Heer marschiert da mal runter, genau. Und nimmt diese Burg ein. Oh ja, das ist schmerzhaft, aber notwendig. Das ist das Herz des Grünen, also von Boromir. Und Boromir ist quasi besiegt. Ich verschreie es jetzt einfach mal, ich traue mir das. Wie geht's Aragorn? Hat sich da mal reingearbeitet, sehr mutig, aber hat dann im Endeffekt auch nicht weitermacht. Das haben wir eingenommen. Hat irgendwie nett, wenn das einmal so für uns einmal eine angesehen wird. Truppenproduktion läuft jetzt mit Volldampf. Ah, unsere Pioniere arbeiten auch brav. Jetzt werden wir mal da hinten wegen Boromir zumindest einmal da aufbesiegen. Türkise, also die Urukai. Der wehrt sich immer noch verbittert. Wird aber dann auch nichts mehr bringen. Den dürften wir dann auch kriegen. Oh, ich sehe gerade. Ja, der Urukai, der hat da den Aragorn ziemlich im Griff. Während Aragorn hier anscheinend die Fähigkeit verloren hat, Truppen zu bauen.
Anscheinend, weil... Obwohl, nee, nee. Aragorn gibt ja wieder Gas. Okay. Ich nehme alles zurück. Ah, wir greifen da jetzt einmal nach unten an. Einfach durch, würde ich mal sagen. Ah, jetzt nehmen wir mal das alles da in Abzug ein. Da rein. Oh, herrlich. Auch geschafft. Ah, zack, Turm, weg damit. Den A und abgerissen. Bam. Auch abgerissen und zack, runter, nimmst das Teil ein. Können wir inzwischen so viele Türme wieder abreißen? Okay. Mal ein bisschen zusammensammeln. Das hätten wir auch eingenommen. Jetzt werden wir da oben angreifen. Mal schauen, dass wir wenigstens einen KI... Treiben die sich rum? Und jetzt alles mehr oder weniger eingenommen. Okay. Dann schicke ich einmal zu denen. Ja, hier haben wir jetzt auch schön ordentlich was eingenommen. Ja, hier haben wir auch eingenommen. Und weiter hoch, runter, ja. 15 Schwertkämpfer, das ist mehr als genug. Muss man hier ordentlich was einnehmen. Ja, grünes Massensterben. Und gleich blaues Massensterben auch noch. Gut. Aha, es geht jetzt hier so hier weiter runter, okay. Und treffen uns einmal hier bei dem Turm. Sehr schön. Erst einmal herunter und dann gleich rauf. Hä? Oh, ich verstehe. Okay. Reißen wir mal alles ab. Ah, es gehört uns. Der Turm auch. Türkis verschwendet eh unsere Zeit, also nimmt man das auch ein. Puh, soll sich ja lohnen, dann werden wir da mal die Truppen aufreiben lassen. Oder auch nicht. Ach, die waren ja schon eingenommen, okay. Ist gerade ein bisschen schwer herauszufinden, wem hier was gehört. Okay. Es dürfte da mal alles eingenommen worden sein, was nicht uns gehört. Oder was uns gehört, keine Ahnung. Wir werden angegriffen, und zwar hier. Ist kein Problem. Da greifen wir gleich zurück an. Abspeichern wieder. Mal damit F12 wieder die Zeit überspringen, bis unsere gesamten Truppen da sind. Samt Bogenschützen. Haben wir hier auch wieder Türme eingenommen beim Vorbeilaufen. Sehr schön. So, und die gesamte Truppe hier. Okay, wir werden jetzt grün irgendwie austermerzen, hoffe ich doch. Warum wird noch 7x3? Also wenn das jetzt 7x3 Türme sind, dann wird es länger dauern. Ah, ich sehe gerade auf der Minimap, Aragorn wurde aufgejausnet. Dafür jausnen wir jetzt da unten rein. Goldproduktion. Moment. Das habe ich gesehen. Moment. Gut. Aha, da unten wird gekämpft. Aber erfolglos. Doch, Mann, schon wieder sämtliche Priester weg. Okay. Aber die Verteidigung da hat gehalten unten. Oder oben eher.
Goodie. Und immer weiter. Wie geht's meinem Freund Aragorn? Ja. Aragorn baut wieder Truppen auf. Der wird das Tor wieder erobern. Ihr seht das schon kommen. Ah, wir nehmen da alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Wo ist unsere große Streitmacht? Die ist hier, okay. Aha. Wird hier auch schon ordentlich vom dunklen Volk angegriffen. Ja. Geht schon was weiter. Ah. Das dunkle Volk breitet sich hier gnadenlos aus, wie ich sehe. Das dunkle Volk ist in dem Sinne wahrscheinlich der Balrog. Nehme ich jetzt mal an. Ah, Aragorn holt sich wieder sein Gebiet zurück. Hat ja auch große Existenzprobleme eigentlich. Schaut's hier aus. Wir werden da unten noch hin angreifen. Also ich sehe da einmal gute Siegeschancen inzwischen. Wir müssen nur noch darauf achten, dass das dunkle Volk uns nicht irgendwie über den Kopf wächst. Aber bis jetzt schaut es ja für uns ziemlich gut aus. Ja. Boromir verliert auch immer mehr Territorium an mich. So. Das hat jetzt einmal gut getan. Jetzt marschieren wir da unten ein. Gnadenlos. Ach, das ist ja ein riesiges schwarzes Feld, sehe ich gerade. Okay. Wir marschieren jetzt da unten nochmal ein. Werden uns diese Halbinsel da unten auch noch schnappen. Ja. Und das indem wir einfach da drüber marschieren. Und zwar ganz schnell. Haben wir jetzt eigentlich schon alles? Jawohl. Mal ein bisschen was abreißen da unten. Gut. Alles darunter. Oder weiter alles abreißen. Alles abreißen, was keine Burg ist. Das ist da schon einiges. Ja. Schaut schon mal ganz gut aus. Nehmen hier immer mehr Territorium ein. Der Turm auch noch. Abreißen, abreißen, abreißen und abreißen. Gut. So, wo hat der hier seine Türme? Da oben vielleicht. Das ist schwarzes Land. Hier habe ich alles. Wird gar wirklich hier sein. Na ja. Wobei. Der Balrog. Where the heck is the Balrog? Also, wo ist der jetzt wirklich? Hm. So, hier kommen wir anscheinend beim... Ah ja. Tatsächlich. Da hat er noch Türme gehabt. Aha. Spieler Boromir wurde besiegt. Sehr gut.
fehlen ja nicht mehr so viele. Jetzt werden wir mal da die hinschicken. Die Gärtner lassen wir auch da arbeiten und... Ach, soll's. Die sollen jetzt da mal diesen Landstrich erobern. Ah. Gärtner arbeiten sich dadurch, jawohl. So, die, nee, die Jungs hier. Ach, die Gärtner lassen wir mal da ein bisschen. Genau. Dann speichern wir wieder mal ab. Ja, hier ist ordentlich was los vom dunklen Volk. Das ist nicht so gut. Ah, wie schaut's da aus? Das dunkle Volk. Ja, mein lieber Aragorn kann sich hier kaum wehren. Denke, den werden wir jetzt auch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ich sehe gerade, wir brauchen wieder Siedler, und zwar reichlich Siedler. Also werden wir da wieder Häuser bauen. Viele Häuser bauen. Ach, was soll's. Nehmen wir uns hier, da. Den Fleck. Jetzt übertreiben wir es einfach mal mit Häuser, weil dann brauchen wir uns nie wieder über Träger Gedanken machen. Aber diese ganze Halbinsel randvoll großen Wohnhäusern. Ganz entspannt machen wir das sogar. Wir haben 700 Holz und 600 Stein, also sollte sich knapp ausgehen. So. Dann alles noch mit mittleren Wohnhäusern auffüllen, die Flecken dazwischen. Ah, kleine Wohnhäuser auch noch. Passt, die kannst du mir dazwischen. So, welche Zielobjekte haben wir noch nicht? Eine. Dann sowas. Ein Triumphbogen. Wie heißen denn die Dinger? Obelisken, ein Grabstein, warum auch nicht. Haben wir schon. So ein Blumenbouquet. Noch eine Steintafel. Ein kleiner... Stimmt auch hin. Noch so ein Ding. Oh, und eine Kriegsstatue. Die Klemmer bei der Burg hin. So, viel Spaß beim Arbeiten. Wie geht's hier meinen Gärtnern? Denen geht's gut. Ja, auch gut. Ja, alles putzen. Jawohl. Es läuft gut. Sogar sehr gut. Hat jetzt raufgeputzt. Ah, und jetzt von da. Seite her. Genau, die letzte Farm auch noch. Und der Landstrich wäre geputzt. Gut, haben wir dazwischen irgendwo dunkles Land? Nein. Okay, das ist schon das Hauptterritorium von ihm. Ja, das ist eigentlich alles Hauptterritorium. Aber was, Haben wir nicht gesagt, ich würde ihm eigentlich helfen? Was ist eigentlich daraus geworden? Marschieren jetzt erst einmal in die Richtung. Ja. Da brettern wir jetzt erst einmal Vollgas rein. Das heißt, nehmen da gleich mal das ganze Land ein. Zerstören die Türme da allerdings wieder. Und zwar... Damit sich dann der... Computer hier dann da mal ordentlich austoben kann, indem wir nehmen wir das Ganze einmal zurück ein, ja, zerstören die Gebäude wieder, das gesamte Land, das wir daraus dann ihm ja quasi überlassen, das kann der Boromir das sehr gut gebrauchen. Ja, die dunklen Gärtner, lassen wir mal dunkle Gärtner sein. Ist das?
Ich bin so doof. Der Balrog ist ja das dunkle Volk. Ihr habt mich jetzt darauf verstaucht, dass Lila das dunkle Volk ist. Lila ist ja Aragorn, unser Verbündeter. Ja. Nehmen wir jetzt alles ein. Reißen da die Türme wieder ab. Man sieht, ja, der nutzt das gleich. Und baut er wieder aus. Jawohl. Genau, so muss das laufen. Ja, genau. So. Jetzt nehmen wir das Ganze da noch auf. So. Dann haben wir da mal unsere Truppen rein sterben lassen. Denn die gehen nicht davon aus, dass die stark genug sind. Ja, genau. Und das ist die Manacopter. Erstellungspartie. Sind denn unsere Pioniere? Hier sind sie. Ah, die pionieren sich hier. Durch die Gegend. Pioniert sie mal da weiter. Wie schaut es hier aus? Uns fehlt Gold. Oh, die Goldminen. Nein, die Kohleminen sind leer. Okay. Bauen wir 3 neue Kohleminen, reißen die alten ab. So. 1, 2, 3. Und davon 1, 2, 3. Und nochmal 2 und da auch nochmal 2. Gut, das sollte jetzt genug sein. Hier wuselt es schon in gewaltigen Ausmaßen. Hier haben wir mal eine kleine Truppe. Die werden wir jetzt einmal hier hinstellen. Okay, die hat uns da gleich einmal überrannt. Die Goldminen sind auch schon erschöpft. Ah, sie haben jetzt ewig lang gearbeitet. Ah, das sind alle so ziemlich am Ende. Eisenminen gehen eigentlich noch. Wo sind eigentlich... Haben alle so Verdacht weggestorben oder wie? Hallo. Sind die Nuller? Genau. Der Bereich, der interessiert uns ehrlich gesagt mehr. Das hat 30 Minuten nicht mal gespeichert. Ja, ja, jetzt müssen wir aufrüsten, um das dunkle Volk dann zu befrieden. Jetzt werden wir mal... Oi. Setzt ihr denn drauf? Jetzt erst einmal der Manacopter geht zerstört. Ja genau. Dunklen Priester getötet. Gut, das läuft. Wir haben da mal an zwar Lager bauen. Und zwar einmal für Eisenerz und einmal für Golderz. Golderz und einmal Eisenerz. Sobald dieses bescheuerte Lager einmal gebaut wird. Schon wieder ein Manacopter. Ja, der wird jetzt langsam verzweifelt so. Beziehungsweise bekommt er hoffentlich langsam Angst. Wir werden jetzt erst einmal all unsere Spezialisten zusammensuchen. Das ist 1 und das ist die Nummer 2. Okay, die 1er daher, die 2er daher. Sehr gut. Okay. Der hat hier alles schon mal aufgebaut. Wie schaut's Aragorn aus? Ja, eigentlich ganz gut. Ja,
Ihr putzt jetzt einmal bitte da dieses kleine Gebiet. Gut. Es war noch eine Falle von dem Mapper. Und wieder voll die Truppen gebaut. Alle dahin. Genau. Was wir jetzt machen ist... ein weiterer großer Tempel. Ja, schon wieder verlorenes Teil. Ja, wo stellen wir den hin? Da ist ja nirgends mehr Platz. Dann stellen wir hier hin. Gleich noch zwei Standarten. Das ist unserer und in der Mitte. So. Man soll es ja auch als Priester angenehm wo haben, ne? Ah, das ist dann die 3. Beide können wir eigentlich alle umwandeln und nochmal 40 davon waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt werden wir mal da oben ein bisschen schauen. Oh, wow, wow. Hier geht es jetzt aber ordentlich mal zur Sache. Es ist jetzt eigentlich der erste Kampf, wirklich einmal gegen das dunkle Volk, den wir auch definitiv gewinnen. Es ist doch schon einmal was. Ah. Wo ist denn? Das ist die Manakopter-Manufaktur. Genau, und da hinten irgendwo war ja dann das eigentliche Problem, und zwar die dunkle Bastion. Jetzt werden wir schauen, dass wir da halbwegs einmal... Oh, der fliegt schon wieder was los. Los, auf die Manakopter-Manufaktur. Gnadenlos. Ohne zurückzuschauen. Wo fliegen denn die Mistviecher? Oh. Nicht im Ernst. Ja, logisch. Hä? Schon wieder raus? Hä? Können nicht landen oder wo war das Problem? Egal, ich freue mich. Wir haben mal speichern. Und inzwischen müssten wir eigentlich mehr haben. STG 1. 1 haben jetzt 80. Genau. Ja, die Dreier-Truppe ist wieder dumm wie Brot, ne? Also was ich hier möchte, ist, dass einmal dieses Gebäude hier zerstört wird. Kann ja gar nicht mal so lange dauern. Da mal auf F12 drucken, jawohl. Jetzt schicken wir alle darauf. Schaut's den, wie geht's den Dreier-Truppen? Eigentlich eh ganz passabel. Wie geht's denen da? Ja. Schicken wir dir mal den einmal dahin. Die Truppe schicken wir hier hin. Und ich denke, jetzt können wir mal da halten und hier auch halten. Ah, die wehren hier ab. Die buddeln jetzt einmal da oben. Ah, genau. Das ist schon einmal sehr viel Territorium, den wir da gerade frei buddeln. Ja. Der Priester ist auch schon hier. Los vor, die Truppen auch gleich mit dem Priester mit. Markieren wir nochmal alle und machen daraus STG 2. 1, 3 und der 2. Oh, 3 wird schon wieder angegriffen. Nein, dem geht es eigentlich ganz gut. Okay.
werden angegriffen. Hier vielleicht. Nein. Back kaputt. Und haben auch eins kaputt. Ah, und das gleiche das nächste auch. Jawohl. Verschmarrt. Ja, ja. Kriegt das schon hin mit denen. Diesen Dingen. Daran soll sie nicht scheitern. Ah! Priesteraktion da. Und mach's kaputt, komm. Also, Zauber anwählen war es gewesen. Und hier auch. Okay, lass mal die Jungs mal da stehen. Wie schaut es da oben mit den Gärtnern aus? Da verlieren einige dran. Ah. Ah, böse Bube. Scheiben. Himmel, Arsch und... Ist da jetzt endlich auf Frieden? Anscheinend nicht. Ah, ich passe zu wenig auf die Jungs auf, sie geht gerade. Schicken wir mal alle darauf. Schaut's hier unten aus? Eigentlich ganz gut. Und jetzt werden wir weiter auflösen. Einmal. Und bam, wieder ans aufgelöst. Und wieder. Schaut's da unten aus? Keine Pilzfarm mehr. Okay. Mal darauf marschieren. Und das Teil da auflösen. Und das Ding auch. Ah, läuft doch super. Ah, schaut inzwischen aus wie ein Fleckhaltteppich. Ah, und hier auch. Ah. Mal hier arbeiten. Wenn wir uns darauf nähern. Ah. Ein Gebäude nach dem anderen vom dunklen Volk zerstören. Eigentlich, wir müssten jetzt ja schon eine ziemlich niedrige Moral haben. Nachdem die da ja phänomenal zerlegt werden. Zack, und wieder ein dunkler Priester angegriffen und auch besiegt. Jawoll. Hä? Wo geht er denn hin? Hä? Darunter. Hm. Ja klar, die werden da wohl anzweifelnde Gebäude haben. Ah, verstehe. Da kommt man nicht drüber. Und weiter runter, wo sind die Jungs? Wollen wir mal dahin marschieren. Ah, da werden wir weiter die Gebäude zerstören. Bogenschützen da sollen ihren Spaß haben. Das schaut alles sehr gut aus schon nochmal. Das sind wieder ein paar sehr fies platzierte Gebäude. Ah, die putzen da mal her. Das schaut eigentlich schon ganz gut aus. Rein theoretisch müssten wir jetzt da unten eigentlich alles haben, es sei denn, die haben nachproduziert. Was sehr wohl sein könnte. Ja, sichere Entfernung. Schön verschmeißen, jawohl. Und dann mampft es uns wieder die Truppen weg. Das ist Fleischschmieden des Feindes. Oh, 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 oh. Mal schauen. Mit den Truppen da mal raufkommen. Ah, die haben da noch ein, zwei Truppen stehen. Und gleich aufgelöst die nächste und weiter geht's.
Ja, und das auch noch aufgelöst. Jawohl. Gut. Puh, so viele stehen wirklich nicht mehr. Gärtner, wir werden jetzt einmal darauf. Machen hier weiter. Jetzt hauen wir da mal Blitz rein. Ein Blitz des Zeus. Ah. Oh ja. Es ist nicht so leicht da an der Grenze. Und zerstört. Und darunter soll dann der Code sein. Nö. Und aufgelöst. Puh. Schicken wir mal da oben hin zur sicheren Verwahrung. Für sich selbst. Aha. Nicht ganz auf der Löst. Aber das Delta lösen wir auf. Und. Jawoll. Ja, der Mana-Copter steht noch. Jetzt haben wir da unten noch eine Pilzfarm. Der kriecht schon am Zaunfleisch. Herr Kollege. Ah, die paar Truppen, die wir jetzt noch haben, bilden wir da noch mal ein paar aus. Die brauchen wir. Mhm. Ich marschiere jetzt erst einmal zielstrebig darunter. Nicht hängen. Und egal wie, aber ihr werdet da jetzt genau da den reinhauen. Und, ja! Das Teil hätten wir aufgelöst. Ja, und buddeln. Ja, jetzt marschieren wir da mit den Truppen rauf. Flüchten wir quasi. Nachschauen. Oh, ho, ho. Okay. Es brodelt noch. Ah, er wird wahrscheinlich inzwischen da wieder Pilzfarmen hingestellt haben. Wir werden nochmal da hinschicken. Da mal ordentlich entpilzen lassen. Eisensäckchen hierhin bitte. Ah, da marschiert schon einer los. Und das war's auch im Großen und Ganzen. Ah. Oh. Okay. Dann holen wir uns da noch ein, zwei Priester. Und ja, nochmal schauen, also, ah, schau, da unten neue Pilzfarm. Ah, genau, jetzt wird es aber langsam sehr knapp für unseren Kollegen hier. Schaut's aus. Ah, ich habe inzwischen richtige Hänger im Spiel. Und 7 Stunden Spielzeit schon, nicht schlecht. Schaut's aus. Ich sehe noch nichts. Oh, doch, doch, doch. Oh, oh, oh. Ah, hier! Ist... Ich könnte mich jetzt natürlich aufregen, ne? Tue ich aber nicht. Das war ja so klar. Mal schauen, kommen wir mit dem Priester so ran? Nee. Oh, scheiße! Ja, das ist natürlich jetzt mega kacke, muss schon sagen. Schauen, dass mein Priester da beschütze. Das war's. Jawoll!
Nein, das war's nicht. Oh, das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Oh. Raus die Truppen, raus die Truppen. Okay. Aber noch ganz vereinzelt. Also so viele Pilzfarmen. Das ist äquivalent von Asche. Oh Mann ey! Schon wieder! Scheiße! Darauf. Ihr kommt denen entgegen zur Hilfe. Zu Hilf, zu Hilf. Ja. Schaut schon noch mal ganz gut aus. Er verliert immer mehr Territorium. Mal jetzt mal der Schwarze als sein Territorium ansehen. Wir verlieren immer mehr Gärtner. Ist natürlich genauso schlecht. Mal schauen, hier könnte er noch. Ja, hier ist eine Pilz, sind sogar zwei Pilzfarmen gewesen. Ah, was ist hier? Auch keine mehr. Hier. Auch keine mehr. Jetzt aber. Ein Stoßtrupp runter. Und auch schauen. Hat es jetzt aufgehört zu dampfen? Ah, ist das jetzt endlich gegangen? Ah. Steht da nur noch der Manakopter. Und feindliche Truppen. Haha. Haha, ist er. Ah, aber jetzt hat er verloren. Jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Der Manakopter da wird auch schon zerschossen. Das ganze restliche dunkle Volk wird auch noch gerade abgeschlachtet. Ja, auf geht's. Mal Truppen geschnappt. Jetzt haben wir speichern. Ja. Und das ist jetzt der letzte Feind. Und ich werde jetzt dann den Schnitt machen. Und wir sehen uns wieder im Abspann, denn ich will euch ja das Codewort nicht verraten. Also, bis zum Abspann. Und hier sind wir im Abspann. Das Codewort hat wieder mal überrascht. Es sind bis jetzt coole Codewörter, muss ich sagen. Gut. Kommen wir jetzt zur Karten selbst. Ich muss sagen, ich bin von der Karte auch, wo ich es noch nicht geschafft habe, weil ich einfach zu doof war, einen großen Tempel zu bauen, statt einen kleinen, wie ich es vorher probiert habe. Aber wenn sie extrem schwer finde zum Starten, also bis man mal in Schuss kommt, ist, weil das ist ein ziemlicher Trick dahinter, aber das ist auch wirklich gut. Ich habe mir lang Mühe gegeben, aber dann habe ich doch gecheatet und nachgefragt. Aber alles in allem ist es wirklich extrem gut, die Karte. Man hat eine kleine Insel, muss schauen, dass man mit dem Platz auskommt. War im Endeffekt dann auch kein Problem mehr. Ja, alles in allem war es wirklich cool. Legolas und Gimli hätte vielleicht auf stark stellen können, aber das war, ja, hätte dann vielleicht ein anderes Ergebnis gebracht. Aber so muss ich sagen, eine exzellente Map. Und ich hoffe, dass es in diesem Sinne weitergeht. Es muss nicht so schwer sein. Kann auch leichter sein. Werden wir sehen. Und bis dahin, zockt Siedler 4. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Teil.